Da sind wir. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich hoffe, ihr seid da. Ihr seid bereit. Finale. Die zweite. Ganz oben. Achso, eine Sache wollte ich noch machen. Und zwar Tastaturumlegung für Gespräche überspringen. Wir kennen ja einige Gespräche. Benutzeroberfläche, Dialoge überspringen. Da machen wir mal eine andere Taste, nämlich. Und zwar. Oh ne, anscheinend nicht. Sternchen, was bedeutet Sternchen? U ist zweimal drin oder so. Dann machen wir eine andere. Was hatten wir hier? 0? Ja, 0 machen wir. Passt. Okay. Gut, fortfahren. Oh. Ey, leckt es jetzt? Nee, geht. Hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade immer bereit, jawoll! Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter, dein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber er fand den Mut, sich zu vertrauen. Nachdem wir hier waren. Okay. Ah, scheiße, ich hab's falsch gelesen, Ach, Junge. Besser. Luft. Siehst du die? Ich komme her, wenn ich mal raus will. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen. Na, machen wir und auch. Über alles nachdenken. Machen wir doch. Danke, Misty. Du hattest recht. Guter Platz. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach, du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende. Das kennen wir schon. Ich lasse dich jetzt allein. Danke. So. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow. Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Das kennen wir auch schon. Oh, ups. Nee. Aber was immer du entscheidest, mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Nein. Nicht mein Stil. Ich weiß auch nicht, Fredo, was das soll. Wie du meinst. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, ha? Huh? Überleg mal. Dann wolltest du mich umbringen. Okay, das können wir eigentlich genau überspringen, das kennen wir alles. Wenn du es nur zulässt. Oder ich nehme Hanakos Angebot und an. Verlierst wie. So. Du und Rogue sollten das übernehmen. Los geht's, Leute. Das neue Ende. Ich finde, du solltest es mit Rogue versuchen. Ihr habt die beste Chance. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Siehst du durch, Johnny. Du bist dran, Johnny. Ich vertraue dir. Übernimm das Steuer. Aber lass uns am Leben, ja? Danke, Vee. Ich bringe uns da rein. Wirst sehen. Sehen uns auf der anderen Seite. So sei es. Wenn ich dafür die ganze Stadt niederbrennen muss. Okay. Wie werden wir denn da?
noch mehr Action. Hallo, wie? Noch ein letzter Drink vom Schlafen gehen? Ich sag's dir freundlich, Wakako. Alles fit im Schritt. Steh mir nicht im Weg. Dein kleines Geschäft läuft nur, weil ich es dulde. Und meine Stimmung kann sich jederzeit ändern. Moment mal, eine Sekunde. Wie? Via Pause. Ich bin's. Wir reden später, Wakako. Was willst du, Johnny? Hätte wenigstens ein Lächeln erwartet. Ich hab was Wichtigeres unterbrochen. Was? Wichtiges? Ich hab was Wichtiges unterbrochen. Nee. Du verschwendest meine Zeit. Was ist hier los? Freust du dich nicht, mich zu sehen? Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Warum? Wir hatten doch Spaß im Kino, oder? Wir sind aber nicht mehr im Kino. Außerdem habe ich eine Ahnung, warum du hier bist. Du willst was. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Nettes Setup hast du hier, Rogue. Königin von Night City. War sicher nicht leicht, all das zu erreichen. So viele sind gescheitert. Was zum Teufel soll das heißen? Ich habe mich nur erinnert. Vermisst du die alten Zeiten? Ich will nur ein paar Lücken füllen. Ich erinnere mich nur. Vermisst du die alten Zeiten, Rogue? Ich finde gut, wie es ist. Und wie es mir damit geht. Das merke ich. Schade, dass sonst keiner der Atlantis so viel Glück hatte. Oh oh. Ich glaube, sie ist sauer. Leute, wir schließen. Was? Wieso? Raus wir jetzt. Sind noch nicht fertig. Oh doch, das seid ihr. Scheiße, was ist denn los? Nichts. Deine Schicht ist vorbei. Geh nach Hause und leg die Füße hoch. Okay, dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Wir haben den ganzen Laden für uns. Ich fühle mich wie ein VIP. Jetzt rede. Was zum Henker hast du mir zu sagen? Ist das meine Flasche hinterm Tresen? Ja, wartet dort schon ewig. Ich wusste nur nie, worauf. Aber langsam kommen mir Ideen, wie ich sie verwenden könnte. Achso. Jetzt. Ein hübsches Leben hast du. Ich frage mich, was es dich gekostet hat. Pack die Karten auf den Tisch. Ich glaube nämlich, du hast dich an die Konzerne verkauft. Doch, das noch was. Pack die Karten auf den Tisch, Rogue. Ich weiß, du hast dich verkauft. Das denkst du von mir? Fuck! Seit wann, verdammt nochmal, gehen dich meine geschäftlichen Entscheidungen was an? Du hast deinen Namen auf der Zunge, ich weiß es. Adam Smasher. Es stimmt, aber das war viel später. Du warst fort. Und die Trauerklamotten auch. Im Geschäft gibt's keine Sentimentalität, Johnny. Smasher und ich haben für dieselben Leute gearbeitet. Stinkt das zum Himmel? Ja. Hatte ich eine Wahl? Immer. Bedauere ich es. Sehr sogar. Wolltest du das von mir hören? Vielleicht haben wir sie jetzt. Naja, was soll ich sagen? Vergangen ist vergangen. Wenn dem so ist, lass uns doch über die Zukunft reden. Du bist nicht ohne Grund hier. Wie stirbt? Er braucht meine Hilfe. Ja. Dieser Körper. Ich will. Ich bin nicht. Ah, fuck! Wie stirbt? Und ich bin der Scheißkrebs, der ihn umbringt. Doch der Prozess kann aufgehalten werden. Ich muss nur. Nein, Johnny. Lass es bitte. Mach dir nicht vor, dass du jemandem helfen willst. Es geht wieder mal nur um dich. Damit du dich besser fühlst. Leck mich, Prinzesschen. Ich habe mich geändert. Meinst du? Hey, fragen wir noch. So denkst du über mich? Ja. Genau wie damals mit Alt. Und da ging's nicht mal um Schuld, sondern nur um allgemeines Unbehagen. Vielleicht habe ich mich ja geändert. Ich habe keine Zeit mehr, Rogue. Wenn die beschissene Uhr 12 schlägt, ist Johnny Geschichte. Und wie gleich mit. Ich muss aus seinem Kopf raus, bevor es soweit ist. Wir haben es geschafft, Alt zu kontaktieren. Sie wird uns helfen.
aber... Das Problem ist der Ort. Eine Datenfestung, Mikoshi. Und der einzige Zugangspunkt für uns liegt schön gesichert unterm Saka Tower. Arasaka. Schon wieder. Hätte ich wissen müssen. Nur ein Idiot macht denselben Scheiß immer wieder und erwartet andere Resultate. Ja, deswegen hatten wir uns ja dies andere ausgewählt. Hast du überhaupt einen Plan? Genau, da kommst du ins Spiel. Ich brauche Leute und Ausrüstung. Wer braucht Pläne? Haben uns früher auch nie geholfen. Du bist der beste Fixer der Stadt. Sag du mir, wie wir das machen. Sagtest du wir? Ohne dich kann ich es nicht schaffen. So eine Chance kannst du dir nicht entgehen lassen. Ja, ohne dich kann ich das kaum durchziehen. Ich soll also meine Tsunami entstauben und mich deinem Kreuzzug gegen Arasaka anschließen? Bingo. Wann? Weiß jetzt nicht. Jetzt? Mhm. Und warum sollte ich dem zustimmen? Tu es für dich. Tu es für dich. Für mich, ja. Du kannst gern weiter die Ballkönigin von Night City spielen, aber das ist nicht Rogue. Die echte Rogue hast du auf dem Weg nach oben begraben. Sieh in dich hinein. Ich weiß, sie ist noch dort. Scheiße. Ich wusste, dass es so kommen würde. Dass du eines Abends wie durch ein Scheißwunder hier reinplatzt und wieder alles kaputt machst. Manche Dinge ändern sich nie. Und wir? Haben wir uns geändert? Ich weiß nicht. Dann lass es uns rausfinden. Hilfst du mir, Rogue? Halt die Klappe, Johnny. Halt einfach. Spiel zu Ende. Nein, keine Ahnung. Hallo? Ah, jetzt. Okay. Oh. Coole Schuhe. Das ist mein Apartment. Oh Gottes Willen! Verdammt! Meine Fresse. Jedes Mal. Ich hab echt noch nie wen erlebt, der einfach über 20 Stunden abklappt. Was habe ich verpasst? Dieses Mal schlag ich dir die Zähne aus. Ich kenne diese Visage. Du musst Crispin Whelan sein. Siehst aus wie dein Vater. Gene sind was Feines. Was habe ich verpasst? Warum bist du hier? Der Boss wird's dir erklären. Rogue? Es gibt nur einen Boss. Na los, der Boss wartet. Okay, die haben alle diese Schuhe an. Ich habe Angst, dass das mein Game zerballert wieder. Ich kann derzeit nicht speichern. Okay. Das ist doch nicht meine Dings. Jawohl. Kennengelernt. Sehr gut. Rogue, was macht diese Kreatur hier? Er ist unser Pilot, bringt uns heute zum Corpo Plaza. Alter. Unser Pilot? Du machst also mit? Tu nicht so überrascht, Bleibirne. Unsere Ausrüstung. Nimm, was du brauchst. Nichts lieber als das. Jawohl. Okay. Halt, warte mal, haben wir dann gar kein Inventar? Wir können diese Schuhe anziehen. Johnny, du brauchst deine Ausrüstung. Los. Hm. Was ist das hier? Retrodüsen.
Antigravs. Du schnallst sie an die Beine und springst damit aus fast jeder Höhe nach unten. Mensch, Johnny, ich bin nicht dein scheiß Babysitter. Alles gut. Ganz kurz. Knarren haben wir. Stinksbums. Verringert den Pfeilschaden um 8%. Verringert die Ausdauerkosten von Nahkampfangriffen um minus 5%. Okay. Meine Kopfbedeckung fehlt. Wieso auch immer. Also, weil ich gepennt habe vielleicht. Aber gut, dass wir nochmal nachgeguckt haben hier, ne? Schon. Okay, jetzt erzähl mir, wie der Plan lautet. Ja, steck den Splitter ein. Nehmen wir diese Katana-Sachen mit, brauchen wir nicht, ne? Ich finde meine Knarren eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, rüste dich aus, nimm den Splitter. Wo ist der Splitter? Ich weiß es halt nicht, ne? Ach, da. Ups, sorry. Das Ziel ist der Mikoshi-Zugangspunkt im Arasaka Tower. Wir müssen die Laborebene erreichen. Sie so lange halten wie nötig. Und dann lebend rauskommen. Der Arasaka Tower ist eine Festung. Das sicherste Gebäude in Night City. Wir können also nicht durch die Vordertür spazieren. Also schaffen wir uns selbst ein Fenster, durch das wir einsteigen. Wir fliegen mit einem Militech Strix rein. Ein taktischer Bomber. Zuerst lassen wir von weit oben Feuer auf die Tower-Luftabwehr regnen. Dann brechen wir durch eine Wand im 75. Stock, springen aus dem AV und überleben dank unserer Antigravs. Da sind ja die Yogis, ne? Wir landen mitten in einem tropischen Regenwald. Ja, da sitzen sie dann alle. Entgegen landläufiger Meinung hat Arasaka durchaus Stil. Wir hacken uns durch den Dschungel bis zu einem Schacht auf der Vertikalachse des Towers. Dieser Schacht führt durchs gesamte Gebäude. Wir setzen wieder die Retrodüsen ein und springen ins Erdgeschoss. Die Sicherheitsleute werden überrascht sein. Ich erwarte Chaos und kaum Widerstand. Wir laufen zur Laborebene, erreichen den Zugangspunkt und dann übernimmst du. Kunstpause für Beifall. Wie gesagt, es gibt nur einen Boss, eine Königin. Ich wusste nicht, dass du einen Bomber hast. Das wird nicht klappen. Die werden uns zerfetzen. Klingt super! Wir lassen also Feuer auf die Arschlöcher regnen. Im Ernst? Darauf habe ich ewig gewartet. Jetzt hat's gespeichert. Jetzt spritzt dir nicht gleich ins Höschen. Wenn wir überleben wollen, müssen wir deutlich mehr tun. Jetzt zum komplizierten Teil. Wir werden einen Jurugin 0401-Satelliten aus dem Orbit schubsen. Scheiße, ein Satellit! Wir schreiben Geschichte, Leute. Das zerschießt die Kommunikation in Night City, Nord- und Südkalifornien. Bringt uns 3-4 Stunden. Keine Koordination, keine Unterstützung. Totales Chaos. Okay. Du meinst, du hast nicht nur einen scheiß Bomber, sondern auch ein bewaffnetes Space Shuttle? Ich habe einen Bekannten bei Orbital Air. Geheimer Wohltäter? Hochrangiger Informant. Ich zahle gut, um uns Zugriff auf den Jurugin zu geben. Der Rest liegt in der Hand deiner Netrunner-Freundin. Du meinst alt. Sie ist die einzige, die ich kenne, die einen Arasaka-Satelliten vom Himmel holen kann. Ein Bekannter, das hast du dir ausgedacht, als ich geschlafen habe. Wir können mal nach Bekannten fragen. Bei Orbital Air? Wow, du bist echt die Königin der Fixer. Sei dankbar. Für dich ziehe ich alle Register. Ich überzeuge sie, das könnte schwer werden. Netwatch hat Alt im Auge. Ich muss sowieso mit Alt reden. Ich überrede sie. Versau's nicht, Johnny. Das ist das Einzige, was ich nicht tun kann. Ich sag doch, ich krieg das hin. Also, zusammengefasst, wir fliegen unbemerkt zum Arasaka Tower und begrüßen die mit einem Arsch voll Raketen. Genau. Dann springen wir rein, finden den Schacht und gehen nach unten. Zum Mikoshi-Zugangspunkt. Ja. Was meinst du? Ziemlich löchrig. Ich liebe ihn. Das klingt irgendwie zu einfach. Arasaka wird wissen, dass du es warst. Ist egal.
Ich liebe diesen Ton. Hat mehr Löcher als ein Kabuki-Puppenhaus. Aber scheiß drauf, das muss klappen. Wird nicht der dümmste Job, den wir je gemacht haben. Rogue. Was? Ich danke dir. Dank mir später. Erstmal um Alt kümmern. Weißt du, wie man sich im Cyberspace bewegt? Naja, V hat ja einige Übung darin. Ich schaff das schon. Geh nach hinten. Nix zeigt dir, wie's geht. Das ist gut. Das ist gut. Und so. Du, Waylon, schmeißt den Strix an. Wir sind gleich weiter. Geh in den Netrunner-Raum. Wie lange braucht ihr? Hab ich noch Zeit für ein Nickerchen? Ein Nickerchen? Wer ist das? Ah, ja, okay. So, Netrunner-Raum. Hi. Hey, du wirst also eintauchen, ja? Ja. Yep. Das ist der Plan. Alles klar. Zieh dir einen Anzug an und setz dich dann da drüben hin. Warte mal, erstmal. Ich mach für heute Schluss, also musst du allein wieder auftauchen. Hey! Und versau meine Ausrüstung. Fuck. Nicht. Ich wollte nicht mich hier hinlegen. Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich das andere noch öffnen, Mann. Shit. Okay, es geht los, Leute. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr zu tun als eben, ne? Alt? Oh, sind schon da? Ich dachte, wir müssten jetzt bist noch... Bist du da? Ich sagte doch. Alt Cunningham ist Geschichte. Warum behältst du dann ihr Aussehen? Nein, irgendwas von ihr muss noch existieren. Ach ja? Warum sehe ich sie dann vor mir? Du siehst alt, weil du es willst. Es ist ein Abwehrmechanismus. Okay. Dein Gedächtnis erschafft lediglich ein Ersatzbild von ihr. Es ist seltsam, als ob... Du schlecht träumst. Liest du meine Gedanken? Stark vereinfacht gesagt. Du leugnest immer noch, was du bist. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ein Konstrukt, ein Datensatz. Ich verstehe dich. Du verstehst mich? Wie Zeilen eines Codes. Warum reden wir dann überhaupt? Warum reden wir dann, wenn du doch meine Gedanken kennst? Wie eine Aktion der Reaktion vorangeht, spricht Johnny Silverhand, bevor er... Johnny! Den Spruch kenne ich doch. Nur ein Teil der Erinnerung aus Alts Sinn für Humor. Okay, das ist echt abgefuckt. Was weißt du noch? Ne, wir fangen erstmal. Wir sind einfach mal so okay, drauf. Okay, das ist alles echt abgefuckt. Ich fühle mich. Nackt. Die Zeit ist knapp. Netwatch könnte unseren lokalen Traffic aufspüren. Ich weiß, wie wir nach Mikoshi kommen. Ich weiß, wie wir nach. Unterhalb des Arasaka Towers. Vorhersehbar. Heilige Scheiße, du tust es. Du liest meine... Der Jurugen 0401 ist kein Problem. Ich kann den Satelliten deaktivieren. Kannst du mal kurz Luft holen? Du wirst in den Arasaka Tower einbrechen und den Port nach Mikoshi finden. Dieses Programm wird die Verbindung herstellen. Ich schicke es mit dir auf einem Splitter. Sobald du eine Hintertür geöffnet hast, wird es mir möglich sein, die Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Und dann... Wirst du von V getrennt. Und Mikoshi wird aufhören zu existieren. Ich weiß, du verschweigst mir etwas. Was passiert mit den Konstrukten? Hast du keine Angst? Ich meine, etwas könnte schieflaufen. Angst ist das falsche Wort. Okay. Jetzt mal Klartext, Alt. Das ist ein Ausbruch für die anderen, oder? Die Seelen werden frei sein. Ja. Aber das ist nicht alles. Du verschweigst mir doch was. Spuck's schon aus. Sie werden Teil von etwas Größerem. Nein, von dir. Lass es. Ich verstehe es immer noch nicht. Weil du dazu nicht in der Lage bist. Mach doch, was du willst. War das alles? Cyberspace verlassen, das war's. Wir sehen uns in Mikoshi. Wie wär's mit einem Viel Glück, Johnny Boy? Warte, eine Sache noch. Nee, dann, Das ist alles, was mir einfällt. Wir sehen uns in Mikoshi. Ja. 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 Na,
super. Also, was muss ich machen? Ah, okay. Einfach nur gehen. Vielleicht können wir ja jetzt das Medipack noch nehmen. So. Die sind schon wieder alle weg. Passt keiner auf mich auf, Mann? Was ist mit denen? So, wie kann ich das jetzt ablegen? Damit. Ich will ja schon mal ein bisschen vernünftig aussehen, ne? Sehr gut. Okay. Alles klar, Leute. Sind hinterlegt. Papierkram liegt bei Asukaga in Finch. Ja, alles in Ordnung. Kein Grund zur Sorge. Gönner, Hallöchen, Digga. Jetzt fahr rechts ran. Mach den Motor aus und sieh dir die Sterne an. Du wirst es nicht bereuen. Ich muss los. Gönner, nur als Info für dich. Das ist das zweite Ende, was wir jetzt spielen werden. Das erste ist schon durch. Ich bin bereit. Ja, bin soweit. Gut, dann komm. Sonst hebt der Irre noch ohne uns ab. So, dann Juma, Hallöchen. Auch an dich. Ich soll... Ich mochte diese Bar. Werd sie vermissen. Wir schließen das Afterlife für immer. Oha. Ganz nach oben. Wird gemacht, Rogue. Wegen Wieland. Was hast du ihm über den Job gesagt? Er wollte nur wissen, wie viel er dafür kriegt. Kann er was? Wie viel kriegt er? Nee, kann er was? Hat er es drauf? Sein Ziel ist, zur Night City-Legende zu werden. Hm, wer will das nicht? Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte gehofft, ich kann da ein bisschen mehr rausholen, aber... Gut, wir gucken uns das hier mal an. Was hierbei rumkommen wird. Ob wir zum gleichen Finale kommen werden? Ich weiß es nicht. Oder ob sich halt einiges ändern wird, ne? Diesmal nicht, Schätzchen. Wayland, bring uns hoch. Oh shit, kann ich noch schnell speichern? Nee. Alles klar. Das muss ich aber alles dann nächste Woche fertig machen, ne? Die letzten paar Streams sind ja auch noch hinfällig. Nächste Woche habe ich ein bisschen mehr Zeit, da zu schneiden, zu cutten, bla. Ja? Du bist so verdammt still. Ist alles okay? Ich kann nur nicht glauben, dass wir das echt durchziehen. Oh, sag mir nicht, hier kommen Zweifel. Das kann ich nicht leugnen. Aber das ist jetzt egal. Weißt du, was ich an Night City am meisten mag? Ach ja, was denn? Das da unten. Siehst du das? Einen Tag bist du wie 2D-Autos, ne? Liegt dir die ganze Stadt. Diese ganze Scheißstadt, in der dir keiner was vorschreiben kann. Nicht mal diese Hurensöhne. Keine Ahnung, wie das endet. Aber ich sag dir, das gibt ein lautes Erwachen. Ja, die Stadt ist reif für einen neuen Weckruf. Scheiße, das ist so schön. Und es wird gleich noch schöner. Was soll das heißen? Ihr dreht euch eine Tüte und lasst mich nicht ziehen. Träum weiter, Squammer. Guckt nach oben, Leute. Cunningham hat ihren Auftritt in 3, 2, 1. Oh, shit. Wow, war das der Jerugin? Wünscht euch was. Hey, die haben uns im Visier. Scheiße. Was machen wir? Scheiße. Unseren Plan durchziehen. Feuer frei, oder?
Dann gucken wir doch mal. Ich kann leider nirgends woanders hingucken. Also hier so ein bisschen, oh, fuck! Soll ich jetzt fliegen? Oh Gott, schön. Wo halte ich mich denn fest? Ich sehe nichts. Oh Gottes Willen. Ich gucke raus. Okay. Wir sind jetzt auch wiederum da, wo wir im ersten waren, ne? Initiiere Hayabusa-Protokoll. Das Gebäude ist abgeriegelt. Scheiße! Atmest du noch? In die vorgesehenen Bereiche. Fuck. Wayland ist nicht gesprungen. Gecrashed beim Wasserfall. Ich versuche ihn zu erreichen. Dann müssen wir jemanden mit Zugang zum Fahrstuhl nach unten finden. Wayland, hörst du mich? Bist du noch in einem Stück? Glaub schon, aber der riesige Stamm will mich vielleicht fressen. Wir holen dich da raus. Bleib, wo du bist. Was auch sonst. Wir holen Wayland ab. Okay. Nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut alles. So. Halt. Haben wir eigentlich unsere Sachen aufgewertet? Ja, ne? Okay, das passt alles. Wachen. Beschäftigt am Terminal. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach rein, ne? Oder alle gleichzeitig ausschalten. Alle gleichzeitig. Entscheide du. Ich mach mit. Mission. Ja! Yeah. Zeig's ihm! Bericht! Ich verstehe kaum etwas. Ups. Mal sehen, ob das Terminal nützlich ist. Okay, zum AV. Junge, wo läuft sie denn lang, Alter? Okay, schon mal ein bisschen anders. Endlich. Fangen wir an. Hey, Wayland, hörst du mich? Laut und deutlich. Tür gehört mir. Jeder nimmt ein. Johnny, du hast die Wahl. Leistung hochdrehen. Nicht auf. Will er mich verarschen oder was? Warte, ich lade nochmal nach, schnell. Wo geht's denn hin? Ja, wir müssen ihr folgen, ne? Beim letzten Mal hatten wir auch so ein Robo-Vieh hier. Siehst du den? Hohes Tier. Hat den Zugang, den wir brauchen. Gehört dir, Johnny. Hä, was denn? Hä? Ich hatte ihn doch. Sogar sagte, die Katze hat was angeschleppt. Schnapp dir den Zugangschip und weiter zum Fahrstuhl. Okay. Ganz komisch. Jetzt zum Fahrstuhl. Das ist mir egal, wir töten sowieso alle. Mann, ich treffe wieder nichts, ey. Ganz schlimm sowas. Oh, da sind aber ein paar mehr als vorhin, ne? Nochmal Heilung, bitte. Danke. Ich muss nachladen. Halt sie auf.
Was? Der letzte Schuss hat nicht getroffen? Komm, Alter. Jetzt treffe ich aber. Okay. Junge, 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 Junge. Ja? Naja, ich hab schon Schlimmeres erlebt. Hier irgendwo sein. Ey, der Punkt zeigt doch auf ihn, Mann. Okay, haben wir alle? Oh, shit. Oh, schönes Bein weggefetzt, Alter. So, dann kommt mal mit. Das haben wir eben alles alleine gemacht, oder? Ah, gut, okay, ihre Truppen waren noch mit bei. Okay. Ich möchte gerne hier noch was machen. Nämlich. Nee, da. Hä? Nein. Da möchte ich hin. Was hatten wir denn noch ausgewählt? Handfeuerwaffen. Das haben wir. Das hier, ne? Dass der letzte Schuss noch ordentlich ballert. Und Item. Oder beziehungsweise Inventar. Und dann die Handgranaten. Welche hatten wir denn? Die Explosionsdinger, ne? Aber die hier, die ein paar mehr. Kann man mal ein paar mehr schmeißen gleichzeitig, ne? Okay. Das Atrium. Scheiße. Ich habe hier erst vor einem Monat Michiko Arasaka getroffen. Leere Flure. Büros. Genau wie damals. Weißt du noch? Ja, na klar. Du hast dich verändert. Bist endlich erwachsen. Und du immer noch die Beste. Okay. Sicherheitsräume sind unten. Du musst dich durchschlagen. Danke. Werden wir machen. Wieso hat es jetzt nichts mehr an? Manchmal ist dieses Grafikfehler manchmal, ne? Ah, nee, schlimm, ey. Scheiß Fahrstühle sind immer noch blockiert. Okay. Springen wir. Es springt ein weiter Weg nach unten. Deshalb haben wir ja die Antigravs dabei. Okay. Ich folge ihr trotzdem erstmal. Weiß ja nicht, von wo und wann wir springen sollen, ne? Keine Ahnung, Leute. Wir sehen uns unten. Ja. Dann los. Okay. Soll ich jetzt einfach auf die andere Seite? Ach, ich kann nicht auf die andere Seite. Kann ich das ausstellen? Nee. Ach komm! Das kann doch nicht sein! Richtig gut! Ja! Yeah. Und die hören nichts? Was? Wieso? Was ist denn da, dass ich da nicht durchschießen kann? Wollen die mich jetzt verarschen oder was? Das geht die ganze Zeit mit dem Sniper. Komm hier nicht durch! Genau so. Neu aufstellen! Was ist denn hier nicht richtig? Okay, ich soll die Sicherheitsebene erreichen. Kann ich hier runterspringen oder was? Ja, dann. Oh. Das wird nie langweilig. Gehen wir einfach den nächsten.
Was ist das denn für eine Kacke? Konzerntruppen werden angegriffen. Du willst spielen? Mit dir? Na los! Ich hab hier ein kleines Problem. Ich auch. Ich treffe den Penner nicht. Haben wir noch welche? Oh ja. Diese Knarre! Geil, Mann! So, nächster runter, okay. Ist das das hier, ne? Ne, ne, okay. Ergib dich einfach! Easy. Von wo? Unter uns? Oh, warte mal, dann kann ich die doch von hier auch treffen, oder? Ja, diesmal treffe ich auch ein bisschen was. Und nicht gegen irgendeine Glaswand oder sowas. Junge, muss ich hier runter? Okay. Wir müssen den Fahrstuhl zu den Laboren finden. Schnell. Die sehen mich gleich. Ich baller schon drauf, Alter. Die sehen mich gleich nie mehr. Bla. Minipacks. So, auf den machen wir so fertig. Oh, shit. Eine Granate. Lass mich durch. Ja, lass mich durch. Lass mir auch noch was übrig. Von hier geht die nicht auf. Steuerterminal in der Nähe. Da. Lokales Netzwerk vielleicht. Einschalten. Offen. Ich patche alt rein. Na dann, lass mal sehen, was dein Output so drauf hat. Hey. Du warst immer die eine für mich. Weißt du doch. Ich schon. Tja. Nur leider du nicht. Hätte schlimmer sein können. Altes drin. Glaubst du, sie kommt durchs Eis? Sicherheitsmaßnahmen eliminiert. Ich habe volle Kontrolle über das Gebäude. Oh. Der Weg nach Mikoshi ist frei. Gehackt? Fahrstuhl. Jetzt. Nee. Kontakt! Feindkontakt! Junge! Ah, das war wie eben, ne? Als wir den Typen befreit haben, ne? Da kam auch noch einer runter. Geht ihr mal bitte weiter? Ja. Leute? Okay, die werden jetzt alle kaputt gemacht von ihr. Nähert sich der Landeplattform. Die Kavallerie trabt an. Keine Eindringlinge hier. Hä, wo sind die anderen beiden hin? Geh zum Aufzug. Achso, die sind schon runter. Okay, cool. Wir nehmen noch mal ein paar Leben zu uns. Alles für die Sicherheit. Bleibt wachsam, er ist hier irgendwo. Okay, da kommen welche. Oh. Das ist nicht schlecht. Ich bin mir nur nicht so... Ich weiß nur nicht, ob es so gut ist. Netrun Systemverwaltung. Ich denke mal, Alt wird alles regieren dann, ne? Eine Arasaka-Leibwache stellt sich bei einem Attentatsversuch schützend vor den Tenno. Oh, hier sind wir jetzt. Okay, Leute, pass auf. Armee vor uns. Aufruhr in San Francisco und bewahren die Stadt vor der Zerstörung. 2074. Arasaka. Bullshit. Ich kenne den Blick.
Willst du mir was sagen? Maus liegt nicht richtig. Denkst du je zurück, warum wir es getan haben? Was getan? Die Konzerne bekämpft, in Lederkluft, garniert mit Chrom und Eisen. Keine Ahnung. Wir waren jung, heißblütig, mit beschissenem Urteilsvermögen wie alle Grünschnäbel. Wir haben für Schönheit gekämpft. Naja. Ohne zu wissen, was gut ist. Sicher Bereich? Nur Schönheit hat uns was bedeutet. Lass dich jetzt nicht ablenken. Wir reden bei einem Drink darüber, wenn wir hier fertig sind. Ich gebe einen aus. Alte Knacker mit Geschichten von früher. Ist wie bei meiner Oma. Danke. Typ, Alter. Arasaka Netrunner haben die Tower-Systeme gestürmt. Sie aufzuhalten hat Priorität. Setzt euren Weg allein fort. Okay, sie kümmert sich um die, ne? Aber ihr müsst euch beeilen. Eine Elite-Einheit ist euch auf den Fersen. Wollte abhauen. Wurde Kanonenfutter. Eilige, was ist aus ihr geworden? Eine Frau am Rande des Wahnsinns. Oh, Scheiße. Cunningham hat über die Jahrzehnte Fortschritte gemacht. Okay, die gehören jetzt ihr. Ja. Anscheinend die ganzen Drohnen gehören ihr. So feindlich ist das ja hier gar nicht mehr, ne? Kann ich jetzt speichern einmal? Ja. Ich habe nämlich Angst, dass das Spiel nach einer gewissen Zeit rumlaggen wird. Und wir dann nicht mehr vernünftig spielen können. Danke. Nach unten? Ja, ne? Aus, als hätte Alt hier ganze Arbeit geleistet. Ich bereite momentan die Abwehr einer Netrunner-Attacke von außerhalb vor. Ihr seid auf euch allein gestellt. Kein Problem. Eine Arasaka-Elite-Einheit ist bereits unterwegs. Bewegung! Wir sind so nah, dass ich die Daten fast riechen kann. Der Raum hinter der Sperre. Dadurch, dann kommt der Kern. Okay. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, Johnny. Aber du kannst von vorn beginnen. Scheiße. Da ist er. Ich kenn mich doch, du Fotze. Oh, 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 oh. Oh. Als Scheiße, Mörscher, der Bastard! Und du. Oh, Scheiße, Alter! Du Scheiße, Mann, da geht ja richtig krank ab, Alter! Wenn wir genauso handhaben wie vorhin. So, jetzt müssen wir gucken, wo die Gegner herkommen. X für Leben da oben. Scheiße, da muss ich hin. Halt nochmal komplett anders aufgebaut hier, ne? Scheiße. Oh, oh, scheiße, das wollte ich nicht. Immer nur nachladen, sondern wirklich einfach nur die Leben reinballern. Oh, fuck, 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 fuck.
wollte eigentlich den Sniper wegrömmeln, ne? Du kommst hier nicht lebend raus. Da drüben sind noch welche. Oh, Scheiße! Okay, ciao. Ist gut, dass wir mehr Schaden an Robotern machen, ne? Einmal noch mal Leben nachpumpen. Er trifft natürlich auch perfekt, oder was? Fuck. Das ist wieder das gleiche, wo wir die ganze Zeit uns bewegen müssen. Oh, das bringt nichts. Ich hab doch Leben genommen! Nein! Ich hab doch die Leben genommen! Scheiße, nochmal alles, nochmal. Ach, fuck! Ah, oh, es ist ärgerlich, ey. Kira, moinsen, Digga. Herzlich willkommen. Fuck. Los, shit. Der Weg nach unten ist hinter der Tür. Na dann. Aus, als hätte Alt hier ganze Arbeit geleistet. Ich bereite momentan die Abwehr einer Netrunner-Attacke von außerhalb vor. Oh, shit, ey. Ihr seid ja gut auf euch allein gestellt. Kann ich nochmal schnell Munition herstellen? Ja, ne? So, was haben wir denn hier? Gewehrmunition, Pistolenmunition. Fuck. Ja, war zu greedy dann zum Schluss, ne? Doch Beeilung. Eine Arasaka-Elite-Einheit ist bereits unterwegs. Bewegung! Wir sind so nah, dass ich die Daten fast riechen kann. Der Raum hinter der Sperre. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, Johnny. Aber du kannst von vorn beginnen. Ist immer noch heftig, Alter. Jetzt schon so heftig aufs Maul. Nochmal eins. Du bist ein Nichts. Was wollen wir schon? Okay, jetzt kümmern wir uns um die Viechers wieder. Boah, es leckt! Alter, komm! Genau das, was ich vorher gesagt habe, dass das Spiel wahrscheinlich lenken wird. Wie blöd. Ja, guck mal hier, laden nicht mal mehr die, kaputt. Okay, dann müssen wir uns jetzt wieder bewegen. Ja,
Leben geben. Wo ist er? Ja, da treffe ich kaum was. Wir müssen vielleicht die Waffe hier nehmen. Okay. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht... Boah, was? Die kommen da drunter? Dahinter. Sind halt nicht so die krassen Hits, aber wir treffen wenigstens vernünftig und regelmäßig, sage ich jetzt mal. Jetzt haben wir ihn doch. Oh, jetzt geht er weg. Das ist ja auch die nächste Mechanik, die wir hatten. Jetzt haben wir ihn. Wo ist Rogues Waffe? Da vorne, ne? Nimm Rogues Waffe. Entscheide über Adam Smasher Schicksal. Ja, das würde ich gerne machen. Das ist nicht vorbei. Wir sehen uns wieder. Wo ist Rogues Waffe? Habe ich die in der Hand? Habe ich die dabei? Ne. Okay. Schade, ich würde gerne mit Rogues Waffe schießen. Ich weiß nur nicht, wo sie ist. Hör zu, du dreckige Cyborg-Fotze. Rogue war besser als du und ich je sein könnten. Die beste von allen. Und du hast sie getötet. Sie kannte das Risiko. Rogue hat dich, endlich erwischt, Smasher. Frag mich, ob ich dich umbringen sollte. Ne? So ein gelber Punkt gewesen. Wo? Hier vorne, das hier. Nee. Hier hinten, meinst du? Das hier? Das ist das Terminal. Auf der Karte. Nein, hinten an der Tür, wo du gerade warst. Hier, ja, das ist dann das Terminal. Aber hier ist auch noch irgendwas über uns. Nee. Nee. So. Rogue hat dich nie vergessen. Jetzt hat sie ihren Willen. Red keinen Scheiß. Ich hab die alte Fotze gekillt. Du raffst es nicht, Smasher. Sie ist auf ihre Weise abgetreten. Den Luxus kriegst du nicht. Knock, knock. So, dann gehen wir. Ich kann Rogues Waffe immer noch nicht nehmen. Ah, shit.
Ja, jetzt geht's los. Sprich mit Wayland. Ja, das machen wir nochmal. Hey, Wayland. Ja, Mann? Du bist in Ordnung. Viel Glück, Silverman. Dir auch. Der Zugangspunkt liegt vor dir. Verlinke dich damit. Dann finde mich auf der anderen Seite. Ich denke mal, wir werden abtreten. Das eine war, wir wollten das Leben erhalten. Das ist wahrscheinlich alles oder nichts, ne? Geh aufs Dach. Okay. Wir müssen ja jetzt sowas ähnliches widerfahren wie wie als er in der Station war, ne? Hallo Kätzchen. Noch ein Kätzchen. Déjà-vu. Fehler in der Matrix, Leute. Ist es echt so? Fuck, soll das wirklich so sein? Die Penner. Geil. Nimm die Halskette. Ich verlasse Natur, die mich betrübt. An Formen der Natur nehme ich nicht teil. Ich nehme die Form, die griechische Goldkunst gibt. Gehämmert gleißend Gold und Gold-Email, wie sie der Herrscher vor dem Schlafe liebt. Und setzt auf goldenen Ast, der sie verweil. Und dass sie sing für Edle von Byzantium. Was kam und kommt und kommen wird zum Heiligtum. Dann gehen wir nochmals die Treppen hoch und gucken, was passiert jetzt gleich, ne? Wir hatten da ja... Ah, oh, da stehen wir. Okay. Hey, Wee. Gibst du? Ich hatte recht. Ich hab dir gesagt, ich regel das. Hey, Wee. Hast du mich vermisst? Nicht so richtig. Hatte ein Blackout und bin hier aufgewacht. Hab ich was verpasst? Okay. Ja, cool. Du hast meinen besten Gig verpasst. Rogue ist tot. Ich musste mich durch einen Dschungel hacken. Rogue ist tot. Smasher hat sie erwischt. Das tut mir leid. Muss es dir nicht. Sie ist für mich gestorben. Ist mein Körper noch halbwegs intakt? Hab ihn im Keller des Arasaka Towers geparkt. Angeschlossen ans Net.
Dachte ich mir. Dein Output befeuert mein Hirn schon eine ganze Weile mit Soulkiller. Das wird schon wieder. Ich meine, du hast es bis hier geschafft. Die Klarheit darüber, was gerade abgeht. Das ist so abartig. Alt hat ein Engramm aus mir gemacht. Ich kann nicht mal sagen, wann oder wie. Wie fühlt es sich an, als Klumpen Nullen und Einsen? Zuerst kamen die Phantomschmerzen. Scheiße. Ich dachte, mein Körper verbrennt. Aber das war nur digitaler Scheinschmerz. Ich hoffe, Alt schiebt diese digitale Psyche wieder in meinen Körper. Aber keine Ahnung, ob ich das überlebe oder was ich dann bin. Der Soulkiller, warum spüren wir ihn nicht? Der Soulkiller? Wieso fühlen wir nichts? Wir müssten uns doch vor Schmerzen in die Hose scheißen. Digitalanalgesie. Wir sind nur Datenströme. Manche Gefühlsinputs werden blockiert. Bla 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 bla. Alt hat dir einen ausführlichen Vortrag gehalten, hm? Ohne Vorwarnung. Aber egal. Sie hat gesagt, sie zerstört Mikoshi. Wie ihr wolltet. Sie wird all die armen Schweine freilassen, nur um sie gleich wieder einzufangen und in sich aufzunehmen. Das war's dann also? Jetzt liegt alles in Alts Händen? Nein. Was zum... Alt? Den Körper als Faktor auszuklammern, war ein Fehler. Die DNA-Rekonfiguration ist zu weit fortgeschritten. Dazu die aggressive, invasive Medikation. Und der Körper, der seine eigenen Neuronen angreift. Spuck's aus! Was soll das heißen? Wie wird sterben, egal was ich tue? Es ist unvermeidbar. Und steht okay. Kurz bevor. Okay. Wir stehen jetzt wie vorhin da, ne? Verdammte Scheiße, Alt. Du hattest nur den einen Job und hast ihn versaut? Vor der gründlichen und präzisen Analyse konnte ich die Situation unmöglich einschätzen. Du hast diesem armen Stück Scheiße ein neues Leben versprochen. Du hast gelogen. Verfluchte Scheiße, Alt. Halt mal kurz die Klappe. Ich muss nachdenken. Alt, komm schon. Es muss doch irgendwas geben. Der Biochip hat den Wirtsorganismus unumkehrbar verändert. Er gehört nicht mehr wie. Er ist nur ein Eindringling. Für dich sieht es anders aus. Alle Veränderungen wurden an dich angepasst. Warte mal. Du willst, dass dein Ex mich aus meinem eigenen Körper rauswirft? Die Veränderungen sind unumkehrbar. Du hast nichts zu verlieren. Eher alles zu gewinnen. Ich will mich hier nicht einmischen, aber solange Johnny die volle Kontrolle hat, kann er tun, was er will. Und genau deswegen haben wir den anderen Weg gewählt vorhin, ne? Gib uns eine Sekunde, wie das tue ich nicht an. Niemals. Ich habe nicht die Absicht, dich zu verarschen. Wir haben einen Deal und ich halte mich dran. Will ich auch hoffen. Denken wir eine Sekunde nach. Was können wir tun? Da ich also sowieso dazu verdammt bin zu sterben, halten wir uns einfach an den Plan. Ich gehe, du bleibst. Mein Körper gehört dir. Ich bin nicht bereit zu sterben. Nein. Ich will wie immer noch behalten. Ist mir egal. Nein. Ich muss gehen. Du verlogener Drecksack. Was muss ich tun, Alt? Überquere einfach die Brücke. Du wirst ein Teil von mir. Wies ursprüngliches Leben wird wiederhergestellt. Halt. Achso. Wies ursprüngliches Leben wird wiederhergestellt. Wieso beleidigt wie mich jetzt, ne? Überquere die Brücke und betritt für immer den Cyberspace, betritt den Schacht, um in Wies Körper zurückzukehren.
Okay, nein, ich möchte nicht in Vies Körper zurückkehren. Ich möchte Vie seinem Körper geben, oder nicht? Achso, wenn ich jetzt gehe, lasse ich ihn auch sterben, oder was? Okay, wo ist der Schacht? Also ich will dann will ich nicht über die Brücke. Dann will ich nicht über die Brücke. Dann will ich hier zurück. Ist das der Schacht hier? Und dann muss ich hier zurück. Hallo? Achso, hier lang. Ja, das ist der Scheitelpunkt hier, ne? Jetzt kann ich mich hier mal ganz kurz hinsetzen. Schacht betreten und in deinen Körper zurückkehren. Ja. Nö, ich möchte Vie nicht sterben lassen. Auf jeden Fall nicht. Das war die ganze Zeit nicht. Nee. Boah, das ist mir schon zu hell, Mann. Was ist hier los? Muss sagen, ich sehe besser aus als vorher. So hat Johnny jetzt einen Körper und Vie lebt als Engramm bei Alt, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Aber genau dieses Ende wollte ich nicht. Aber ist auch okay, erstmal, wir haben ja das andere gespielt. Aber egal was wir machen, wir werden... Ja. Ne? Junge, wie wir aussehen, Alter. Erstmal das Shirt hier wieder anziehen. Ey, Aktion gesperrt. Na geil, okay. Kann ich die Jacke wenigstens anlegen? Okay. Und... Ey, wo ist meine Kapuze? Aber gut, okay. Das sieht auch gut aus. Alles klar. Wo soll ich jetzt... Was soll ich jetzt lesen? Lieferservice. Liefersystems. Das da? Oder hier? Hä? Welche Nachrichten? Ach, da. Oder ist das das? Nee. Okay, hier komme ich nicht weiter. So. Warte mal. Ich komme ja auch nicht raus hier, ne?
Wahrscheinlich muss ich hier die Platte anschmeißen oder so, wenn er schon blau markiert ist. We lost everything. Wie komme ich aus dem Bereich hier raus? Irgendwas muss ich noch machen. Weiß noch nicht, was. Jede Geschichte, ja, lies die Benachrichtigung, jede Geschichte muss irgendwann zu Ende gehen. Und ich muss sagen, ich dachte immer, das Ende deiner würde auch meines sein. Meine letzte Zugabe. Aber ich bin noch hier, zum ersten Mal seit 50 langen Jahren bin ich wirklich hier. Wenn du irgendwo da draußen bist und ich glaube, dass du das bist du, siehe mich jetzt an. Lies die Benachrichtigung des automatischen Liefersystems. Aber wo? Aha! Aber als Arasaka-Anhänger hast du quasi das gleiche gewählt, nur nicht mit Alt und Johnny ist ganz so. Ja, deswegen, ach hier vielleicht, da, oder? Nee. Ja, man hätte ja jetzt auch das Leben dann dort wählen können, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein Bug, du kommst nicht mehr an deine Nachrichten ran. Okay. An welche Nachrichten? Hier beim Journal? Da waren ja auch Splitter und so weiter. Nachrichten da. Da. So, Nachrichten muss ich kommen. Okay, alles klar. Ah, gut. Ihre Bestellung besteht jetzt zur Abholung bereit. Bitte schließen Sie den Vorgang innerhalb der von 24 Stunden ab, sonst wird Ihre Bestellung storniert. Dies ist eine automatisch erstellte Nachricht. Bitte antworten Sie darauf. Und das kann ich nicht. Scheiße. Ah, doch, jetzt. Ich muss auch noch packen. Und aufhören mit dir zu reden, wie... Gut, aber wenigstens können wir es. Also, wir konnten es jetzt machen, ohne jetzt... Könnt euch beiden noch einen Besuch abstatten. Im Stream jetzt irgendwie was abbrechen zu müssen oder sowas, ne? Nimm deine Tasche. Ist nicht viel, aber das ist okay. Gut. Ich hoffe, konntest du den Bug irgendwie wieder wegmachen oder sowas? Ich sollte Steve fragen. Oder ging gar nichts mehr? Bei dir. Jetzt sind die Gegenstände gehighlighted und du kommst raus. Ich kann ich kam nicht mehr raus. Gar nicht mehr und nach dem Neustart nicht mehr oder sowas. Wer ist da? Was willst du? Entspann dich, Steve. Ich bin's. Hey. Hey, Junge. Was geht, Chumba? Du, ich hab mir das neue Album vom Curse These Metal Hands geholt. Die ersten vier Songs, oberaffengeil. Ich brauche ein Auto und einen guten Fahrer. Muss heute ein paar Sachen in der Stadt erledigen. Kein Problem, ich fahr dich. Meine Mom dreht eigentlich durch, wenn ich einfach so gehe. Nicht, dass sie mir überhaupt zuhört oder so. Ah, okay. Dann ist ja gut. Hätten wir auch... vielleicht war der Vater das, ne? Die Spiele tun mir die Finger weh. Wie kriege ich das weg? Gar nicht. Das ist ganz normal, dass Metallseiten dir ins Fleisch schneiden. So ist das halt. Oh. Aber keine Sorge. Wenn du lange genug spielst, kriegst du irgendwann Hornhaut. Was glaubst du, wo du hingehst, du kleine Missgeburt? Kurz raus. Wohin? Kurz raus. Bin gleich wieder da. Mach dich rein, aber Dali. Wer weiß, was du vorhast. Du hast nicht rauszugehen, klar? Scheiße, hast du wieder meine Schlüssel geklaut? Rein, und zwar sofort, du Missgeburt. Was willst du? Besorg dir ein eigenes Auto, Schnorrer. Lass ihn sofort in Ruhe und klappe. Komm mir nicht blöd.
Glaubst du, ich habe Angst? Du bist auch nur ein Penner wie alle hier. Trau dich ruhig. Na komm. Oh Scheiße, muss ich ihn prügeln? Keine Zeit für den Scheiß. Oh, ups. Ich kann ihn nicht verprügeln, geht nicht. Wer soll denn das sein? Was weiß ich? Irgendein Penner. Oh Mann, hat der gezittert. Hatte Schiss, dass du ihn fertig machst. Sorry, das wollte ich nicht. Machst du Witze? Ich wünschte, ihm würde was zustoßen. Bring rein. Wir hatten schon öfters mal ein paar Bugs, dass man mit dem einen nicht mehr reden konnte und so weiter und so fort. Dann haben wir auch einfach neu gestartet. Solange das geht, hält sich's in Grenzen, wo ich dann... Am liebsten würde ich ihn selbst fertig machen. Ich wäre gern stark, so wie du. Das wirst du. Irgendwann. Ich hoffe nur, bis dahin erkennst du, dass er keinen blauen Fleck an deiner Faust wert ist. Wieso das? Du wirst verstehen, wie schwach er ist. Weil du erkennen wirst, wie schwach er ist. Das wird wehtun. Wohin soll's gehen? Time Machine. Nice. Da habe ich mal Cary Eurydine gesehen. Bist ein Fan? Der ist eine Legende. Na klar bin ich Fan. Du etwa nicht? Cary ist okay. Ich habe im Radio gehört, dass Cary Silverhands Tod ausgenutzt hat, um selbst berühmter zu werden. Gegen Mediengeier ist kein Kraut gewachsen. Haben nichts in der Birne, besonders die Musikfritzen. Cary ist ein verdammt guter Musiker. Mehr zählt nicht. Aufrichtig. Schon immer gewesen. In jeder Hinsicht. Oh, klingt fast so, als kennst du ihn. Das tue ich auch. Ich werde auch irgendwann mal Musiker. Ach, hier sind wir. Dann fang an, Songs zu schreiben. Solange du genug übst, wirst du es schon schaffen. Fang sobald es geht damit an. Hab schon ein paar Melodien im Kopf. Gut. Der Text ist irgendwie das Schwierigste. Wenn mir was einfällt, kommt es mir entweder blöd oder bekannt vor. Ich weiß einfach nicht, worüber ich schreiben soll. Schreib für die Leute. Schreib über das, was du kennst. Schreib die Wahrheit. Sei ehrlich. Schreib immer über die Wahrheit. Besonders, wenn es um Gefühle geht. Wüsste auch nicht, wie ich bei Gefühlen lügen soll. Schreib keine Liebeslieder, wenn du nicht verliebt bist. Schreib nichts Trauriges, nur weil du meinst, Traurigkeit ist was Schönes. Okay. Wenn dich wirklich was beschäftigt, setz dich hin und bring's zu Papier. Die Wahrheit ist flüchtig. Es sind gar keine Autos unterwegs, sie ne? Ist der einzige Weg. Sie wenn ich fahre, ist alles brechend voll und ich... Baller überall gegen, ey. Trajan WB. Bin jetzt mal gespannt. Was jetzt ist? Hat Alt alles übernommen? Oh, Fahrt überspringen, ja. Das können wir mal machen. Mega. Bleibst du im Auto? Nee, ich komm mit rein. Check mal die Neuerscheinungen. Oh, hier war mal einkaufen. Was kann ich für dich tun? Ich möchte Gitarre kaufen. Hab gehört, Cary Eurydine kommt manchmal vorbei. Haha, ha, ha, Fredon. Ja. Hier kommt jeder. Weißt du, warum sie noch kommen? Nein, aber ich schätze, du sagst es mir gleich. Ich schnüffle meinen Kunden nicht hinterher. Interessiert mich. Und ich plaudere nichts aus. Also, wie kann ich helfen? Ich suche eine Six-String, eine elektrische. Alles voll davon. Ich will was Solides, was Echtes.
Wie? Die sind das nicht? Das Wichtigste sind die Pickups. Wenigstens die sollten vernünftig sein. Scheißegal, wie die Gitarre aussieht. Okay. Die rasselt beim tiefen E. Der Hals ist verbogen. Braucht nur einen Schraubenzieher. Nichts als Billigmist aus Sperrholz. Einfach nur mit unbehandeltem Furnier überzogen. Aber spielbar. Man muss nur wissen, wie. Versteh's nicht falsch, aber ich will ein echtes Instrument. Und ich zahle mit echtem Geld. Ah, sag das doch gleich. Komm mal mit nach hier. Okay. Klar, vielleicht lernst du was. Wie wär's hiermit? Wow, wie rechts geil ist das denn? Und links die neuesten Chromatics and Hendersons. Vintage-Schmuckstücke sind hinten. Ist das ein Fake? Ist das ein Nachbau? Ich werde die ausprobieren. Nimm sie dir. Jetzt kann man wie Silverhand halt sein, ne? Bastarde vorne noch den Laden leer. Noch nie jemanden gekannt, der Silverhand so spielt. Gelesen, er hat nie Unterricht genommen. Hat sich alles selbst beigebracht. Eigener Style. Wie machst du das? Ich meine, dass du wie er klingst. Übe jeden Tag, dann spielst du auch mal so. Wir werden das nicht preisgeben. Man kann alles lernen. Versprochen. Ich weiß nicht so recht. Ich kann ein paar Riffs auswendig lernen. Aber Next Gen werde ich nie. Mag sein. Deshalb sollst du auch deinen eigenen Style entwickeln. Und dafür musst du üben. Und Talent. Talent hast du. Echt? Findest du? Ich würde es nicht sagen, wenn ich nicht glauben würde, dass es die Wahrheit ist. Nicht mehr. Bester Tag ever. Scheiße, meine Hände zittern. Rocker sind Rebellen, sagen immer, was sie denken. Hab das mal bei meinem Dad versucht. Lief nicht so toll. Irgendwann weißt du, wer du wirklich bist und was du von der Welt willst. Versteh ich nicht. Du willst ein echter Rebell sein? Dann sei du selbst. Sei echt. Rebellen werden gemacht. Nicht geboren. Das Leben verarscht sie. Aber sie lassen das nicht zu. Du bist komisch. Aber ich mag dich trotzdem. Danke. Bin ich halt komisch, ne? Bist echt okay, Kumpel. Spielst du noch was? Nein, keine Zeit. Ich bezahle. Dann machen wir einen Abgang. Ich kauf die. Ausgezeichnete Wahl. Schön zu sehen, dass sie in guten Händen ist. Darf sonst noch was sein? Nein, danke. Oh Gott, habe ich das Geld überhaupt? Ja, bitte. Bis dann. Lass uns abhauen. Ich muss noch woanders hin. Okay. Okay. Ja, mal gucken, was wir jetzt alles so durchleben noch, ne? Werden wir noch einen Gig machen oder sowas? Weiß nicht. Keine Ahnung. Okay. Ah, jetzt kommt die Sonne in der Position. Janne, wohin soll's gehen? Zum Friedhof. Ja, wo ist er? Oh nein, nehmen wir jetzt von Wii Abschied? Sagt, die
werden einen neuen Konzernkrieg anzetteln. Könnte jeden Tag soweit sein. Glaubst du das auch? Dass es wieder Krieg gibt? Nein, es wird keinen neuen Krieg geben. Ich habe keinen blassen Schimmer. Keine Sorge, es gibt keinen neuen Krieg. Arasaka ist schwächer, als sie zugeben. Ich hasse Konzerne. Ich auch. Quetschen dich aus, bis die Augen rausfallen, aber es reicht trotzdem nie. Dein Rückgrat wollen sie auch gleich dazu. Hier in der Nähe wohnt ein Freund von mir. Oh. Kann man von hier nicht sehen. Wollt's nur sagen. Ist es ein guter Freund von dir? Hat mich mal zu sich eingeladen. Seine Mom hat was gekocht. Dann sind wir zur Brücke und haben gechillt. Ich fahr gern hier lang. Schöner Ort. Ja, du hast recht. Es ist wirklich schön hier. Warst du noch nie hier? Doch, doch. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Hatte nie Zeit, mich mal hinzusetzen, die Augen zu öffnen. Stimmt, wir sind ja auch immer geportet, ne? Durch die Finger gerutscht. Vorbeigeflogen. Unter den Füßen und über dem Kopf. Weiß nicht mal, wann es losging. Willst du einen Song drüber schreiben? Vielleicht. Wow. Wusste gar nicht, dass du eine Waffe hast. Voll krass. Mein Dad hat mal solche vertickt. Willst du jemanden abknallen? Was ist mit ihm? Sein Andenken. Nein, ist nur ein Erinnerungsstück. Hat jemand Wichtigem gehört, oder? Wichtig ist gar kein Ausdruck. Was willst du damit machen? Sie dort platzieren, wo sie hingehört. Okay. Mal gucken. Erstmal neben den Bullen parken mit der Knarre und so, ne? Kann ich mitkommen? Nein, warte hier, okay? Dauert nicht lange. Okay. Oh. Ich muss hier noch was machen anscheinend. Okay. Finde die bestellte Nische. Aber warum kann ich nicht mit ihr reden? Weil deine Mama sehr krank war und nicht mehr bei uns ist. Aber sie ein großartiger Mann des Volkes. Okay, was haben wir hier noch so? Jackie Wells. Oh! Jackie? Ist das unser Jackie? Okay. Dem Konzern verschrieben, loyal bis zum bitteren Ende. Jetzt weiß ich's besser. Träumer. Und ich werde das Beste draus machen. Also mach's gut. Oh. Okay. Ich glaube, ich hätte das an. Also, wenn ich jetzt nochmal wüsste, dann würde ich, glaube ich, einfach das wählen, dass ich lebend vom Mond weggehe da. Wie Barrett. Sie genoss das Leben in vollen Zügen. Ich weiß gar nicht. Oh. War die eben schon hier? Hi. Wo ist Steve? Da ist er. Und wohin jetzt? Hey, hey, was soll denn das? Ist einer? Hab damit aufgehört. Solltest du auch. Schlecht für deinen Körper,
Schlecht für deine Seele. Und wohin jetzt? Du kannst nach Hause gehen. Ich muss einen Bus kriegen. Ich muss den Bus kriegen. Der Typ, den du, besucht hast, ist der schon lange tot? Nein, noch nicht lange. Tut's weh? Ein wenig, ja. Als mein Opa starb, habe ich ihn vermisst. Heute vermisse ich ihn nur noch manchmal. Hm. Steig in den Bus. Den ja wahrscheinlich, ne? Okay. Oh, jetzt haben wir meine Jacke gar nicht mehr an. Haltet den Bus an! Hey! Komm zurück! Warte! Ich sitze doch hier. Die Gitarre! Du hast die Gitarre vergessen! Nein, hab ich nicht. Ich hab gar nichts vergessen. Werde ich nie. Diese pinken Zähne. Scheiße, Mann. Wir haben uns schon cool gestylt. Wie war cool. Jetzt lebt er und hat aber nicht wirklich jemanden, ne? Henning, hallöchen. Ist auch nicht so geil, ne? Also seine Freunde sind jetzt tot. Also Rogue auf jeden Fall. Er lebt ja wenigstens vernünftiger jetzt. Ne? Also er respektiert das auch. Und das finde ich halt cool. Ne? Hey, wie? Ich weiß ja, du bist jetzt frei wie ein Vogel und machst, was du willst. Wann du willst. Aber du könntest mich wenigstens wissen lassen, dass du noch lebst. Ich will ja nichts sagen, aber du hast deinen letzten Check-up versäumt. Ja. Ich hab dir schon eine Million Mal erklärt. Wochenende bis Dienstag, Henning. Sehr schön. Ich hab jetzt auch frei heute. Ich darf jetzt nämlich einkaufen fahren gleich. Ja, Wie? Déjate de bendejadas. Schon wieder die Mailbox? Was ist los mit dir? Hast du deine Sprache verloren oder was? Dem Ende ist ein bisschen aggressiver, ne? Was ich dir... Sí, claro. Was ich dir erzählen wollte. Ich koche am Sonntagabend was. Für Jackies Geburtstag. Alle seine Lieblingsgerichte. Chilaquiles, tamales, vielleicht sogar Elote, wenn ich echt ein Mais bin. Wir werden uns halt nie wiedersehen, ne? Es ist schön, wenn du vorbeikommen kannst. Denk drüber nach. Cuídate, amorcito. Wie es dir so ergangen ist. Und eine Weile nichts von dir gehört. Lässt es dir in der Ich glaube, das ist das Gleiche, ne, Julie? Ich denke ständig dran, alles stehen und liegen zu lassen und abzubauen. Können wir es schließen, einfach? Trotzdem bin ich immer noch hier. Ja. Danke fürs Spielen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr schön. Na, gut. Okay, wir haben jetzt heute... Krass, ja, was haben wir? Fast 6 Stunden, Leute. Auf jeden Fall 2 mehr als meistens, ne? Ist schon heavy. Wir haben heute 2 Enden gesehen.
die wir uns gegönnt haben. Die ich nehmen würde, wäre wirklich, nachdem wir das jetzt gemacht haben, den ersten Fall. Und da nicht als Anagramm oder Engramm enden, sondern wirklich dann sagen, okay, dann ist es halt für uns zu Ende, aber wir gehen mit erhobenen Hauptes dann da zurück. Ne? Also als wie persönlich selber. Ne? Aber gut, jeder kann ja selber dann das für sich entscheiden, aber die zwei enden, ja, finde es halt schade auch für Johnny, er hat nichts mehr. Das Einzige, was er halt hat, ist, dass er den Körper noch respektabel behandelt, bis er auch dann alt wird oder sowas. Ja, weiß ich nicht. Johnny hat halt jetzt nichts mehr. In dem anderen Ende hätte er Rogue noch gehabt. Das wäre was anderes, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja, gut. Okay.